Fotografie ist von Anfang an, wenn wir eine Reproduktion haben, immer weniger Farbe als in der Realität, weil wir dermaßen Angst haben, dass die weiße Haut krank aussehen könnte. Also hat man technisch immer Farbe rausgenommen und wir haben uns schon daran gewöhnt, dass das Video weniger Farbe hat. Ich bringe nur die Farben zurück, die die Technik gestohlen hat. Ich glaube nicht, dass meine Bilder schöner sind als die Realität. Oder auch wenn ich jetzt dich anschaue und dann die Augen schließe, wenn man sich die Zeit gibt, auf diese Farben zu schauen, dann ist das bei jedem Mensch fantastischer, als was man in der Kunst vielleicht hinkriegt. Taucht die gleiche Figur auf, das ist Evelina Gutzig. Das war für mich in den letzten Jahren eine Art Muse, der Mensch, der Prototyp. Und sie kommt einmal vor im Paradies, dann versucht sie, das Paradies mit der Zivilisation zu verbinden. Und wenn bei mir eine nackte Frau vorkommt, dann ist sie der Mensch und steht nicht nur für Frauen. Der ohne Kleider bedeutet ohne soziale Klasse, ohne Geografie. Auch bei mir ist der Mensch immer männlich. Und ich versuche das einfach positiv zu ignorieren. Ich finde, alle Arbeiten haben eine melancholische Seite. Aber das ist mehr an den Rändern hängt das, oder man spürt es in dritter Ebene. Und die erste Arbeit ist eine offensichtlich melancholische Arbeit, wo eine Figur, das bin zufällig ich, über ihre Eltern, über ihr Leben, über ihre Zweifel. Melancholie heißt für mich auch Versöhnung mit dem Unperfekten. Das Annehmen, dass es viele schwarze Löcher gibt im Leben, Abgründe, das Annehmen, dass es viele Missverständnisse gibt. Und da sind Worte sicher eine große Gefahr. Was typisch von meinen Arbeiten ist, man geht ran, ja, so. Und dann in dem Moment, wo man wie so hier ist, blendet man ja das Chaos oder das Negative oder das, was einem Angst macht, blendet man aus. Der Besucher wird wie ein Blutkörperchen, das dann in die verschiedenen Gefäße reingeht und dann sich, wenn der Sauerstoff, wenn es wieder neuen Sauerstoff braucht, geht es wieder zum Herz oder zu den Freunden, holt sich Sauerstoff, tauscht sich aus und geht wieder dadurch. Elixier kann eine Medizin sein für den Geist oder das Gefühl, wie das Museum, das Krankenhaus für den Geist und die Seele ist. Ich hätte auch gerne, dass, wenn sie rauskommen, lächeln, leichter sind, neue Energie spüren, das wäre der Idealfall.